So, Freunde, willkommen zum letzten Teil des mythischen Titans Baba Yaga. Bevor wir aber anfangen, es ist schon einem aufgefallen, dass ich wollte es eigentlich schon vorher zeigen, aber irgendwie habe ich es dann vergessen. Es ist jemandem aufgefallen beim Durchscrollen meiner Helden, dass ich einen zweiten Weihnachtsmann habe. So, und wie ist das passiert? Ich wollte es eigentlich schon im ersten Baba Yaga Teil zeigen, habe ich es aber noch vergessen, im zweiten dann auch, und ja, du weißt, wie das ist. Ja, wenn ich einmal was vergesse, dann so. So, und das Ding ist, so ist es passiert und so ist es passiert. Ja, damit nicht jeder denkt, ich beschwöre wirklich wahllos offline. Diese Zehner, war, als ich wieder richtig Scheiße hatte bei den Boards. Ja, da habe ich mir gedacht, okay, beim letzten Mal hat es funktioniert, die Frustzehner. Da kam was Schönes bei rum. Habe ich gesagt, vielleicht kriegst du jetzt Mr. Pengi. Nein, es wurde dann ein zweiter Weihnachtsmann. Und man sieht, das ist, man kann jetzt nicht weiter gucken, ne, aber man sieht, dass es nur eine Zehner war. So, ja. Jetzt kann man mir natürlich unterstellen, ja, da drunter oder was auch immer, da drüber geht ja nicht, das ist ja das Neueste, aber da drunter sind noch ganz viele. Vertrau mir einfach, war eine Zehner und gut ist, ja. Das einmal dazu. Haben wir das jetzt auch geklärt, ja, aus dem Weg geräumt. Dann kann ich die Notiz auch wieder wegmachen, die ich mir da gemacht habe. So, und wie sieht's aus? Die letzten drei Angriffe haben wir. Belohnungen, Top 1. Wenn wir jetzt noch drei machen, dann sollten wir das, denke ich mal, schaffen. Vielleicht der könnte, boah, müsste eigentlich auch, denke ich mal. Ja, wenn wir mit dem besten Angriff unter den Top 1000 sind, da sollte, glaube ich, Top 1% drin sein, ne? Gut, wir machen extremer Kampf. So, Talek wird mitgenommen. Ich nehme jetzt nochmal alles raus. So, wir haben ja, es wurde sich auch ein Video gewünscht, die besten Helden für den mythischen Titan, oder wie macht man das da am besten? Werde ich machen. Das Problem, sage ich mal, ist ja nur bei dem Blauen, meine ich, bei Jörmungandr? bei der Weltenschlange, dass da kein Defense Down und elementarer Defense Down wirkt. Ja, also das ist die einzige Ausnahme. Aber wir gucken uns da die Helden an. Ich versuche, ja, also das nur schon mal jetzt schon mal gesagt. Ich versuche 3 Sterne, 4 Sterne und 5 Sterne abzudecken. Aber das Ding ist, es kann natürlich sein, dass mir irgendeiner durch die Lappen geht. Bei den ganzen Helden, ja. Mea culpa, wenn ich da einen vergesse, aber es ist fast unmöglich, jeden Helden zu wissen, was er kann, solange man ihn nicht gelevelt hat. Ja, ich habe ja viele Helden, die habe ich ja noch gar nicht gelevelt. Und da ist dann immer so die Sache, ne? Deswegen, da kann dann mal sein, dass da einer durchrutscht. So, ich will mal was gucken. Hier ging es eher um den Angriff, hatte ich mal überlegt. Ich pack sie mal rein. Ich bin ja jetzt relativ weit unten hier. Wir mal nochmal gucken, was wir hier so haben. Shader Reef. 30 Angriff, 30% für kritische Schaden, Draugr Segen. Ja, da nehme ich lieber Naris mit, ganz ehrlich. Ach, Wilbur. Na, weiß nicht. Achso, wir wollten auch Tree Evil probieren, ne? Können wir machen. Bis für einen Angriff. Ich werde ja mal Janna Kostüm mitnehmen. Das heißt, Scarlet müsste ich, wenn ich sie mitnehme, was ich ja jetzt im ersten Angriff tun werde, müsste sie dahin. So, dann holen wir mal eben ganz kurz die anderen ins Boot. Das ist dann... So, Ares Boy, dann müsste sie da hinten hin. Ich habe ja auch Ares dabei. Ja, muss ich nochmal runter. Das ist natürlich doof.
Oder wir nehmen. Naja, Ruby nehme ich gleich nochmal mit. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier, ihn testen wir jetzt nochmal und dann nehmen wir Scarlet mit. So. Lass uns das mal angucken, wie das so funktioniert. So, Bärenbanner müssen wir auch anmachen. So. Obwohl vielleicht eher Ares mit dem Break. Ah, ist eigentlich wurscht. Ich baller da ja eh alles raus. Okay, lass mich überlegen. Wir müssen Hurricane hier hin machen. Wir müssen ja die beiden relativ zügig ankriegen. Go mal, auf geht's. Let's go. Let's go, let's go. Okay. Dann machen wir erstmal das an. Jetzt machen wir das hier. So, ich kann ihn schon mal anmachen. So. Okay. So, jetzt geht die Luzi ab. Hoffe ich. Aber man sieht schon wieder, es ist nicht top, ne? Also da ist auch relativ viel Mist wieder dabei. Wenig Kombos. Da war auch eine Kacke, ne? Mal gucken, ob hier was kommt. Das Ding ist ja, ich habe ja schon wieder Videos gesehen, unter anderem auch von Sir Colonel Indiana Longnuts. Und der hat ja alles zerbumst, ja. Also muss man ja mal sagen, der hat in jedem Angriff hat er, oder ich glaube, in bis auf einem, da hat er unter 1 Million gemacht. Sonst hat er jeden Kampf 1 Million gemacht. Und der hatte die Boards, die ich auch möchte. Genau die, die ich immer sage, da fehlt, da müsste doch jetzt was kommen und so. Und naja, genau die hatte der. Faszinierend war das. Das war echt faszinierend. Der hatte 14er-Kombos. Musst du dir mal vorstellen, 14er-Kombos hatte der. Und ich kann mich hier freuen, wenn ich hier mal so eine 6er-Kombo habe oder sowas. Da kannst du natürlich dann noch nicht viel reißen, ne? Der hat natürlich auch noch ganz andere Tricks auf Lager. Diese Möglichkeiten habe ich zum Beispiel nicht. Das werde ich dann aber offenbaren in dem Video, wenn ich das dann mache. Wir müssen jetzt hier eigentlich ohne die Dingen spielen. Und da siehst du schon, eigentlich war es ein extrem dummer Hit, ja. Also, es war ein schöner Versuch wert, aber das mache ich jetzt nicht nochmal mit Tree Evil. War einfach nochmal ein Test. War auch sehr dürftig, das Board. Also das hat aber wieder nicht so wirklich Spaß gemacht. Wer darf jetzt gehen? Wen hatten wir denn für den Defense Down dabei? Wilbur hatte ich nur einmal. Wer war? Da war doch noch. Habe ich den da ganz am Anfang mitgenommen? Minus 19, ja, weißt du was? Dann nehmen wir jetzt mal den Ares mit. Sim macht Attack up. Wen hatte ich denn da noch mit? Ach ja, Cornell, ne? Oder Kometa, keine Ahnung, wie er heißt. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ja. Weißt du was? Ich denke, wir nehmen einfach mal Wilbur mit.
Ein Klassiker. Ja, Wilbur mit. So. Die Angriffe, die werden jetzt eh nicht mehr bombastisch. Da kriegen wir mal so hin. So. Mit den Freunden hier. Haben wir vergessen am Anfang. Wir machen es auch nur einmal. So. Obwohl, das ist der Angriff. Juckt mich ja eigentlich gar nicht. Aber guck mal. Das ist schon wieder sehr, sehr dürftig, was hier kommt, ne? Also, finde ich persönlich. Hier ist schon wieder nix, was ich machen kann. Wirklich. Selbst wenn ich wollte, kann ich hier nicht viel machen. Es passiert einfach nichts. Ich krieg eine Drehung und dann war's das. Ich da die, wie gesagt, die Videos von Colonel angucke, der hat da Kombos ohne Ende. Wirklich ohne Ende. Das ist halt nix hier. Das ist einfach, es ist traurig, aber es ist halt einfach Dreck. Es ist nix. Ach, ja. So, dann machen wir den jetzt mal, damit wir da überhaupt mal Damage kriegen. Aber guck mal, du siehst, wie viele Items ich durchgeballert habe und was dabei rumkommt. Es kommt einfach nichts bei rum. Und die eine Rolle kann ich mir jetzt auch schenken, bin ich ganz ehrlich. Also, das ist gar nichts mehr, ne? Machen wir die eine Rolle dann doch noch. So, und jetzt haben wir nichts mehr. Es ist schön. Es ist wunderbar. Ja, komm hier, mach. Hau rein. Hallo. Nochmal. Ja. Ja, was soll ich machen? Mal ganz ehrlich, wird immer schlechter. Die Boards, wenn das steht überhaupt in gar keinem Verhältnis, der Item-Einsatz, den ich mache, zu dem Dreck, den ich kriege. Ja, guck dir das an. Das ist ja wunderbar, ist das hier. So, mal gucken. Wir kriegen eine mehrfache Combo. Oh. Mach mal keinen Scheiß, ey. Spiel, vertu dich mal nicht. Du bist immer noch in meinem Account drin. Aber ich glaube, das Spiel erinnert sich jetzt wieder. Naja. Na komm, wir haben dann Diamanten vielleicht. So, jetzt drehen wir mal einmal. Aha. Okay. Drehen wir mal nochmal. Ah, guck mal. Ich hab 3 Diamanten und keiner geht auf. Ist das nicht schön? Ah, oh, okay. Da. Machen wir das mal so. Soll ich sagen? Guck mal, ich drehe und drehe und drehe. Ein Match kommt dabei rum. Ein Match. Das ist nicht viel. Weißt du, ganz ehrlich, das stört mich noch nicht mal. Es stört mich einfach noch nicht mal, dass dieses Board jetzt auch völlig verhunzt ist.
weil die ganzen Steine jetzt schlecht sind. Es passt einfach. Sagen wir mal so, es passt einfach. Ah, machen wir mal noch den Diamanten hier. Die roten Steine kommt es mir tatsächlich irgendwie gar nicht mehr an. Hallo. Junge, 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 da braucht er erstmal wieder stundenlang, bis er da irgendwas geschissen kriegt, ey. Ja, war nicht gut, ja. Also, undiskutabel. Der einzige, also, es war ein guter Hit. Das war der beste Angriff. Der Rest war alles scheiße. Also bin ich absolut nicht mit zufrieden. Aber ich habe das Beste rausgeholt aus der Scheiße, die dabei rumkam. Ja, muss man mal ganz ehrlich sagen. Vielleicht an manchen Stellen, klar, ich hätte jetzt Cornell noch hochleveln können und was auch immer, aber nicht dafür. Und selbst wenn ich der letzte Platz in Top 1 bin, mir scheißegal, solange ich Top 1 bin, ja. Wir haben es ja auch bisher bis auf einmal, ich weiß gar nicht mehr welcher, das war... Da haben wir es bei einem, sind wir in einer Kategorie nicht in Top 1 reingekommen. War das beste Angriff oder Top-Ereignis? Also Top-Gesamt-Ergebnis, nicht Ereignis. Ich weiß es nicht mehr. Aber bei einem haben wir es nicht geschafft. Ja, hier, ne? Ja. Okay. Ah, Avengers werden noch kommen. Glaub mal. Die sind noch nicht fertig. So, okay, gut, Freunde. Dann war das der letzte Teil des mythischen Titans Baba Yaga. Wir werden uns dann, ich weiß jetzt nicht, wann es rauskommt, später wiedersehen. Also später ist gut, ja. Später ist so nicht zeitgebunden. Also irgendwann nach diesem Video sehen wir uns wieder, ne? Dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht mit dem Turnier höchstwahrscheinlich. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euch noch viel Glück. Wir sehen uns. Ciao, ciao.